Wir sind hier bei Burger King. Das ist halt kein Vorurteil, aber also Fake Beef, sorry, Mann. Wenn du es gar nicht sagst, glaub ich, ja, checkst du gar nicht. Checkst du checkst du gar nicht. 100% wie Fleisch, also von der Skala her 10. Oh, Alter, was geht ab? Der Kronje mit am Start, Tati und der nicht so fitte Bagisch. Wir sind hier bei Burger King, denn wir wollen einen Burger testen. Wir haben letztens ein Video gedreht über, nicht über das Thema, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wir sind auf vegan und Bio hängen geblieben. Ich wollte eigentlich auf Fake Meat und so hinaus, aber davon hatten die Jungs nichts gehört, konnten damit nichts anfangen, deswegen müssen wir es erstmal testen. Bin gespannt. Ja. Hast du schon eine Meinung zu Fake Meat? Oh, ich finde es echt eine gute Alternative zum Testen. Ich liebe sowas zu testen. Das ist eigentlich genau mein Thema heute. Aber ich muss heute leider aussetzen, aus bestimmten gesundheitlichen Gründen. Was ist so deine Wahrnehmung, so dein Vorurteil? Ja, ich, das ist halt kein Vorurteil, aber also Fake Beef, sorry, Mann. Alles, was chemisch ist oder was halt nicht vom Tier ist, ist ja... Kann doch nicht gut sein, Mann. Ja? Ah, ich habe den vom McDonald's, habe ich einen Freund probieren lassen. Ich habe ihm nicht gesagt. Er sagt, wow, der Burger schmeckt ends geil. Er hat es nicht gecheckt, ja. Der von Maggie war, hat nur Käse gefehlt und ich glaube eine Soße. Sonst war es echt krass. Okay. Also ich glaube schon, dass du vielleicht schon daran rankommt an den Geschmack, ja. Aber ob das halt alles gesund ist, weiß ich nicht. Konsistenz, Geschmack, ja. Gewürze, das ist krass. Aber ob das halt gesund ist, ist halt echt. Ja, das ist wirklich eine andere Frage. Mal anschauen, Alter. Ja, krass nach Fleisch, oder wie? Voll, Alter. Echt? Ja, gell? Ist schon krass. Ja, heftig, wie es allein aussieht. Die Konsistenz, auch wenn du reinbeißt, es schaut jetzt okay. Optisch jetzt, mein Gott, aber der schmeckt voll nach Fleisch, Mann. Voll. Krass, voll. Sogar pur, oder wie? Ja, volle Kanone. Und dann ist es halt noch so gegrillt, dann so der Grillgeschmack. Da denkst du echt gleich, du beißt echt in so ein Steak oder ein Ding halt rein, ein Rindfleisch. Das ist schon wirklich... Was ich mal gesehen habe, Mann, bei so einem Schinken Hersteller, machen die so Fleisch rein, dann, wie du sagst, so ein Pulver. Am nächsten Tag ist es dann ein Klotz, dann ist es zusammengeschweißt oder keine Ahnung, also das klebt dann zusammen und dann kannst du halt aufschneiden, das ist wie Wurst, wie Schinken. Das ist so krass, Mann. Du musst noch schwieriger zu unterscheiden, oder? Wahrscheinlich. Aber, wie gesagt, du hast noch diesen Grillgeschmack, weißt du schon, die hauen ja auf dem Ding. Und der, wenn du diesen Rest auch ein bisschen grillst, weißt du, diese Kohle und alles im Geschmack noch hast, dann denkst du Hunde auf einmal, ey, das ist Fleisch, Alter. Und wenn du es gar nicht sagst, glaub mir, dann checkst du gar nicht. Ja. Weil auch von der, also auch vom optischen her, mein Gott, die meisten Burger schauen ja so aus, ja, ob es jetzt richtiges Beef ist oder nicht, da kommst du echt nicht drauf, Mann. Ich finde bei Burger King Salat, Tomaten, das ist irgendwie fresher als bei Maggie's. Ich finde die Burger allgemein bei Burger King 100-mal besser. Besser, ja. Also außer zum Beispiel den Chili Cheese, Crispy Chicken. Ich liebe halt den Big Mac bei McDonald's und halt den Cheeseburger. Die kannst du hier nicht. Cheeseburger bei Burger King ist so ein Elfie essen. Aber diese Whopper-Geschichten und so, die sind echt mega krass hier, Mann. Der King ist auch krass. Chili Cheese. Oder Chili, Crispy Chicken gab es auch immer. Aber bei Maggie's auf der Royal Cheese auch krass. Hast du ihn schon gegessen? Der Royal Cheese ist auch nice. Ich muss echt sagen, das schmeckt echt überraschend, aber echt krass. Mann. Das schmeckt echt lecker. Was mit dir? Aber der war jetzt aber auch nicht billiger als die anderen, oder doch? Nö. Genauso teuer. Aber wer hat dann was für Vegetarier, beziehungsweise ist es dann auch was für Veganer, weiß man das? Das ist nicht für Veganer, weil es derselbe Grill ist. Auf dem es gebraucht wird. Aber so an sich wäre es schon vegan. So an sich von schon. Von Zutaten. Ja. Krass. Echt krass, Mann. Siehst du da die Zukunft der Menschheit? Natürlich sehe ich da die Zukunft, Mann. Ja. Ja, man sieht einen ganz klaren Trend. Dieses Fleisch und das wird immer
weniger gegessen. Ich sehe es bei Aldi, ich sehe es bei den Vorträgen. Aber sollte ich sagen, warum? Ich sage das ja die, weißt du, wir haben eine. Wir essen zu viel Fleisch, Mann. Viel zu viel. Und dieses Fleisch, was wir auch essen, ist auch nicht gesund, ganz ehrlich, ja. Weißt du, die werden ja auch vollgepumpt mit Zeugs und was weiß ich. Weißt du, damit sie schneller wachsen Hormone und sowas. Ja, mit Hormonen, mit dem ganzen Schmarrn. Deswegen ist sowas auch eine Alternative. Und mein Gott, wenn das jetzt, sage ich mal, von den Zutaten und von den Chemikalien, sage ich jetzt mal Chemikalien, genauso ist wie es bei einem Rind, dann kann man auch sowas essen, ganz ehrlich. Ja, ist halt gesundheitlich unbedenklich, aktuell die Zusatzstoffe, ja. Was man weiß, aber ist jetzt nicht gesundheitlich fördernd, ist so okay. Ja, ja gut, das ist ja beim normalen Fleisch ja an einigen Gründen auch so. Ja, man weiß auch nicht, was auf die Qualität an, ja. Aber diese Mengen dieser fetten Säuren, gesättigten Fettsäuren, ist schon krass. Ich war ja auch früher Hardcore-Fleisch-Fan. Seitdem ich viel weniger esse, geht es mir viel besser ausnahmsweise heute nicht. Das ist natürlich auch für die Umwelt und so bla bla, weniger genau. Haltung genau. Und sowas, weniger das Ausstoße. Ist, ja, eins der wichtigsten Gründe sogar eigentlich. Absolut, also das ist definitiv die Zukunft. Ja. Definitiv, ist halt so. Und geschmacklich, ganz ehrlich. Hätte ich nie gedacht. Ja, wer hätte gedacht vor ein paar Jahren noch, ja, Burger King wird ein veganer Burger und so, Alter. Das ist schon... Der Discounter, jeder hat jetzt immer eine Alternative. Jeder. Komm, ich bin jetzt Kameramann. Du bist Kameramann? Ja. Mal ein bisschen Perspektiventausch. Fühlt sich genauso an wie normal auch. Ja, lass mal eine Ansicht. Boah, mein Herz. Und was sagst du? Ich sage, wir wollen checken, der Ersatzkameramann. Take 1. Nö, nee, Hammer. Schon krass, oder? Man merkt nichts, also. Die haben Test gemacht bei... Ja, wieso ist es aus? Bildschirmschoner ist das. Bildschirmschoner. Ja, Bildschirmschoner. Ah, okay. Solange das hier noch leuchtet, ist alles gut. Okay, das müssen wir echt erklären, Step by Step. Die haben bei so Rocker-Firmen, die essen ja Burger bei so, ja. Wohnmobil-Autos, bla bla. Die haben vegan gemacht, von 10 Leuten haben es 2 kapiert, gecheckt. Okay. Ja. 80% hat es nicht gecheckt. Ja, ich würde es nicht checken. Ja. Null. Ich würde es auch nicht checken, um ehrlich zu sein. Ganz ehrlich, das ist so, auch durch dieses Raucharoma, durch dieses Grill, Mann, das ist echt heftig. Könnte echt normaler Wodka sein. Ja. Kann natürlich auch, ja, kann auch sein, dass es normaler Wodka gegeben haben. Kann auch sein, Alter. Ey, Chef, das Patty ist aus, Alter. Was machen wir jetzt? Ja, komm, auch normal nicht drauf. Okay. Ja, aber ist ja auch nicht teurer. Also. Ja, ja. Normal ist ja vegan, Bio und die Schiene immer ein bisschen teurer. Normaler Preis, oder? Ja, normaler Menüpreis, wie die bei den anderen auch. Wenn wir nicht reden, kannst du es ja auch rausmachen. Außer du willst abschließende Worte drehen. Boah, stimmt, voll verplant. Und was ist das Fazit, Leute? Ich will essen. Mein Fazit ist, ja, überraschenderweise echt lecker. Ja? Ein veganer Burger, okay, jetzt in dem Fall nicht vegan, weil er auf dem Ding gegrillt wird. Aber wirklich lecker, wirklich. Kann ich echt empfehlen, auch für Vegetarier und so. Ja, das war's, ja. Da haben sie echt was Gutes auf die Beine gestellt. Ne? So geschmacklich 1 bis 10, was würdest du geben, wenn 10 das Beste ist? Also wirklich ehrlich, Geschmack von allem, was du je gegessen hast. So. Von allem jetzt? Ja. Ja, das ist jetzt gerade kein Vergleich. Oder sagen wir eher Burger. Ja gut, vom Burger her, wenn es jetzt, das ist jetzt so normal, Burger King, McDonalds, wenn ich so vergleiche, würde ich dem schon so eine 7 geben. 7 bis 8. So. Das ist trotzdem stabil. Ja, ja, weil das ist, da war echt lecker, wirklich. Ja. Also ich fand den Burger nicht so lecker, aber fleischtechnisch 100% wie Fleisch, also von der Skala her 10, Fleisch, Burger Skala 5 oder so, nicht mein Geschmack. Echt so niedrig? 5 ist Durchschnitt. Ich fand den Burger jetzt echt eher schlecht. Also ich hätte ihn lieber nicht Käse gegessen. Käse fehlt doch oder nicht? Käse ends wichtig. Das kann sein, also ich hätte ihn echt lieber nicht gegessen als gegessen, aber vom Ding her echt guter Fleischgeschmack. Ja. Ansonsten finde ich die Idee echt genial. Und ich denke auch, dass die Zukunft. Ung hat ja in Beyond Meat investiert. Das ist ja so eine echt Firma. Ja. Bevor das Ganze gehypt wurde. Boah, sie hat dadurch ja auch Millionen gemacht. Ja, ja. Also der Kerl hat Visionen und ich sehe die Vision auch. Also
Gönnt euch auf jeden Fall unten in die Kommentare, ob ihr das schon mal probiert habt. Findet ihr das gut oder schlecht? Habt ihr so Bedenken wie Tati, dass alles chemisch ist? Oder denkt ihr euch auch, egal, so wie ich? Vielleicht kriegen wir ja hier so hier und da ein paar Superkräfte dadurch. Ja, so Mutationen, man weiß ja nie. Ja, aber. Ja, gell, und wenn man von der Spinne gestochen wird, nie Angst haben. Vielleicht hätten wir Spider-Man, auch wenn die Wahrscheinlichkeit unwahrscheinlich ist. Oh mein Gott, es gab letztens so einen Bericht, da haben sich Kinder mit Absicht irgendwie von der schwarzen Witwe stechen lassen. Echt jetzt? Altes, what the fuck, das war jetzt echt nur so... Naja, egal, das war's von uns heute. Wie gesagt, hinterlasst gerne einen Kommentar, ein Abo, ein Like. Wir würden uns freuen, wenn wir 100 Likes bekommen, weil Kanal muss gepusht werden, Algorithmus muss gepusht werden. Wir müssen wieder hochkommen, also Support ist da, Support brauchen wir. Ansonsten, ciao.